Schreibprogramme. Es gibt ja echt Leute, die schreiben ganze Bücher über Schreibprogramme. Ich stelle mir das ziemlich langweilig vor, denn die meisten Schreibprogramme sind einfach unfassbar langweilig. Ich arbeite mit Scrivener und Scrivener verbindet für mich die wichtigsten Funktionen, die ich von einem Schreibprogramm erwarte. Und heute möchte ich dich einmal mitnehmen in meinen Workflow, wie ich mit Scrivener ein Buch erstelle und überarbeite, und werde dafür meinen Bildschirm mit dir teilen. Hi, ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin, und nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten und hinter den Worten. Ich freue mich mega, dass du eingeschaltet hast. Wenn du keine Folge von diesen Videos, von diesem Podcast verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren und bei YouTube auch auf dieses kleine Glöckchen, das Klingelsymbol. Und wenn dir die Folge gefällt, gib mir gerne einen Daumen hoch. Ich arbeite, wie gesagt, mit Scrivener. Scrivener mag ich deswegen ganz besonders, weil ich die einzelnen Szenen und Kapitel genau erkennen kann. Ich kann genau sehen, wann was passiert, kann die Perspektiven farblich zuordnen. Ich kann mir das Ganze in verschiedenen Übersichten ansehen, um zum Beispiel auf einen Blick zu erkennen, wann ich wie viele Wörter, in welchem Teil ich wie viele Wörter geschrieben habe. Ich kann insgesamt mir super Statistiken anzeigen lassen. Ich kann mir meine kompletten Notizen und Recherchematerialien in eine Datei packen, in ein Projekt packen und habe es alles sofort griffbereit. Außerdem kann ich mir während dem Schreiben und so weiter Notizen machen. Aber ich will hier gar nicht lange rumlabern, deswegen drehen wir jetzt den Screen und ich zeige dir, wie ich mit Scrivener arbeite. So, jetzt sind wir auf meinem Schreibtisch und wenn ihr im Scrivener arbeitet, dann kennt ihr diesen Start-Screen von dem Programm. Wenn ihr kein vorhandenes Projekt öffnet, dann könnt ihr auswählen, ob ihr ein Template wählen möchtet oder mit einer komplett leeren Datei beginnen wollt. Ich habe bisher immer mit diesem Template gearbeitet von Gian, aber es war mir einfach zu überladen. Er hat einen richtig guten Kurs zu Scrivener, den verlinke ich auch gerne in den Shownotes. Nur das Template war mir persönlich zu überladen, weil ich das meiste davon einfach nicht brauche. Deswegen habe ich mein eigenes erstellt. Und da machen wir einfach mal einen super tollen neuen Roman. Und dann erstellte mir ein neues Projekt. Das machen wir mal groß. Und wie ihr hier auf der linken Seite seht, habe ich hier ganz normal mein Manuskript und das habe ich schon unterteilt. Ich schreibe immer einen Prolog und immer einen Epilog. Und in letzter Zeit schreibe ich auch aus verschiedenen Perspektiven. Und damit ich unterscheiden kann, wer wann dran ist, habe ich mir diese kleinen Markierungen, die kann man sich über Symbol ändern, kann man sich hier Fähnchen und alles mögliche andere aussuchen. Dann kann man auch von den Ordnern hier die Symbole festlegen. Das ja, kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr mit Scrivener arbeitet. Man könnte sich natürlich auch die Ordner jeweils mit farblich markieren, um zu zeigen, wer in dieser Szene, aus welcher Perspektive diese Szene geschrieben ist. Aber ich mag es so lieber, tatsächlich. Okay, warum habe ich wie was benannt? Wenn man das Dokument so aufbaut und dann als Word-Datei exportiert, dann werden die Namen der Ordner als Kapitelüberschriften ausgegeben. Und je nachdem, in welches Programm man die Word-Datei dann importiert, muss man die Kapitelnamen dann nicht neu eingeben. Und das finde ich sehr angenehm. Bei 1 und 2 geht das immer noch, aber wenn man dann Kapitel 44 hat und ich mache das in letzter Zeit vor allem so, dass ich die Worte ausschreibe, dann ist das ziemlich anstrengend. Bei den Szenen ist es so, dass ich die Szenen so unterteile, dass dazwischen ein zeitlicher Sprung ist. Und im Buch wird das dann durch eine Leerzeile angezeigt. Beziehungsweise direkt im Buch setze ich noch eine kleine Grafik dazwischen. Aber
In der Exportdatei, also in der Word-Datei, die ich aus Scrivener exportiere, ist es eine Leerzeile. Und ich sehe damit dann halt sofort, okay, an dieser Stelle gibt es einen Szenenwechsel. Das sieht man hier jetzt nicht, aber gehen wir einfach mal davon aus, dass wir diese Szene ein bisschen, das wir jetzt hier schreiben. Wir schreiben jetzt, Kati geht in den Wald und findet dort eine kleine grüne Flasche. In dieser Flasche befindet sich keine Flüssigkeit. Sondern ein kleiner gelber, ich weiß immer nicht, ob man da ein Komma setzen muss, Wurm. Wurm. Okay. Und damit wir wissen, was in dieser Szene passiert, also damit ich das weiß, versuche ich immer in wenigen Worten zumindest den Anfang der Szene oder das Wichtigste in der Szene ja, beschreibend als Szenennamen zu nehmen. In diesem Fall wäre das Kati findet Wurm in Flasche oder so. Kati findet Wurm in Flasche. Okay, und das Coole ist jetzt halt, dass man das einerseits hier drüben sieht. Und wenn man dann in die also in die Kapitelübersicht geht, dann hat man hier oben den jeweiligen Titel. In der zweiten Szene könnte dann der gelbe Wurm klebte auf ihrer Stirn, als sie das nächste Mal aufwachte. Was war geschehen? Haben wir gleich noch einen Cliffhanger hinten dran. Ich weiß, es ist sehr kurz so. Zweite, Kati wacht mit Wurm. Das würde ich vielleicht sogar weglassen. Auf Stirn. Auf. So, und wenn wir jetzt das öffnen, dann haben wir hier direkt wunderschön dargestellt unsere einzelnen Szenen. Und können die dann auch, wenn wir denken, oh, Kati wacht aber erst auf und findet danach erst den Wurm, um so ein bisschen spiky zu machen, können wir die hier ganz einfach umstellen, was ich tatsächlich nie mache. Aber ich wollte es euch mal zeigen. Genau, so benenne ich also meine Szenen. Und zwar aus dem Grund, damit ich super gut nachvollziehen kann, wenn ich jetzt hier noch 30 weitere Kapitel geschrieben habe, wann Kati denn den Wurm in der Flasche gefunden hat. Das ist eine große Arbeitserleichterung, wenn man nach diesen Dingen nicht suchen muss. So, dann haben wir hier drüben den, ich glaube, er heißt Explorer. Und was ich hier besonders gerne nutze, sind die Projektlesezeichen. Hier ist jetzt noch nichts drin, aber wenn wir jetzt zum Beispiel meine Zusammenfassung hier reinziehen, die ich ja nicht geschrieben habe, aber ich schreibe jetzt einfach mal in der Zusammenfassung. Kati wird von einem Wurm angegriffen, der sich als ihr ehemaliger Mathelehrer entpuppt. Aber erst am Ende. Vorher schickt er sie, sonst ja wie ein Kinderbuch, schickt er sie auf eine Reise, um endlich Mathe zu lernen. Mathe zu lernen. Okay, cool. Und das Spannende ist jetzt, dadurch, dass ich dieses Lesezeichen hier in meine Projektlesezeichen gepackt habe, kann ich von jedem anderen Ort auf dieses Lesezeichen zugreifen. Ich kann mir auch meinen Protagonisten hier zum Beispiel mit dazu packen. Foto haben wir jetzt nicht, aber die gute heißt Kati. Wichtig zu wissen, ist schlecht in Mathe. Optische Besonderheiten, rote Haare. Das ist wichtig, weil der Wurm gelb ist. Keine Ahnung, normalerweise finde ich das nicht wichtig. Besonderheiten im Verhalten. Ist sehr mutig.
Was ist ihr Ziel? Den Wurm loswerden. Was ist ihr wirkliches Ziel? Mathe lernen. Das ist ein schönes Beispiel für einen Character Arc, für eine Charakterentwicklung, weil die Charaktere am Anfang meistens ein falsches Bild davon haben, was sie eigentlich wollen. Denn Kathi will den Wurm gar nicht loswerden, denn er hilft ihr ja, Mathe zu lernen. Und Mathe lernen möchte sie, weil, wichtig zu wissen, ist schlecht in Mathe, will aber auch Roboter bauen. Und braucht dafür eine gute Mathe-Note. So. Das wissen wir jetzt. Und wenn wir dann jetzt hier kurz nochmal überlegen, hä, wieso ist denn das eigentlich so blöd mit dem Wurm? Könnte man noch dazu schreiben, Kathi hat Angst vor Würmern. Und weil wir das dann jetzt hier gesehen haben, würden wir vielleicht noch dorthin gehen und sagen, sie erschreckt sich und fällt um. So. Und ja. Wenn ich jetzt aber mir zum Beispiel hier noch offene Fragen mit hineinpacke, das sind dann Dinge, die ich zum Beispiel noch nicht genau weiß, könnte ich mir zum Beispiel, das will ich erst später herausfinden, also packe ich mir noch für insgesamt die Frage oder ich schreibe einfach in späterer Szene darauf eingehen, dass der Wurm sich in der Flasche auch nicht gut gefühlt hat. Der Wurm sich in der Flasche total mies gefühlt hat. Cool. Eine wirklich gute Geschichte, richtig? So nutze ich meine Projektlesezeichen auch und insbesondere hier dieses Berühmtheiten und Verweise könnte ich dann zum Beispiel sagen, sie erschreckt sich und fällt um wie XYZ, das ist dann halt irgendjemand Berühmtes, in ABC, das ist dann halt irgendein Film und dann würde ich das kopieren und hier noch mit hinschreiben, weil wenn ich dann später mal so eine Art Glossar oder sowas machen möchte oder erklären möchte, warum ich welche Berühmtheit mit aufgenommen habe, ich habe keine Ahnung, warum Siri jetzt angegangen ist. Aber egal. Das ist auf jeden Fall eine mega, mega hilfreiche, ein mega hilfreicher Aspekt, eine mega hilfreiche Funktion von Scrivener, die ich ständig nutze. Okay, jetzt muss ich noch dazu sagen, dass ich hier in diesem Bildschirm eigentlich gar nicht schreibe. Ich schreibe hier. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Und zwar klickt man da auf Darstellung und bei Mac ist das die Tastenkombination Option, Command und F oder halt direkt auf Schreibmodus öffnen. Und dann ist man hier. Und hier hat man, wenn man möchte, einen komplett cleanen Screen. Ich habe mir den auf eine bestimmte Art eingerichtet. Das hängt auch ziemlich von eurer Bildschirmgröße ab. Man kann, ich glaube, den Hintergrund ändern. Ich glaube, man kann auch diese hier ändern, die Farbe des Blattes. Und ja, genau. Da schreibe ich tatsächlich den Großteil des Buches, wenn ich nicht in IA Writer schreibe. Okay, dann haben wir neben dem Manuskriptordner, also das hier, habe ich noch weitere Ordner. Und zwar mein Notizenordner. Hier habe ich meine Zusammenfassung drin, meine offenen Fragen, dann halt die Berühmtheiten und Verweise. Und je nachdem, ob es eine Fortsetzung gibt oder nicht, packe ich mir hier schon Sachen rein, wie zum Beispiel, also das ist auch wieder ein normales Textdokument. Und da könnte ich mir zum Beispiel reinschreiben, dass im zweiten Teil der Mathelehrer unbedingt noch die Frage beantworten muss. Wie ihr zum Wurm wurde. Irgendwie so. Das
aus welchem Grund auch immer, muss in den zweiten Teil. Dann habe ich mir das direkt gemerkt. Dann habe ich meinen Rechercheordner. Der ist eigentlich ziemlich flexibel. Da habe ich arbeite sowieso ungern mit irgendwelchen Vorgaben, weil ich finde, jedes Buch ist anders. Es gibt zwar bestimmte Sachen, wie halt zum Beispiel die Kapitelüberschriften oder überhaupt die Kapiteleinteilung, die immer ähnlich ist, aber gerade bei der Recherche kommt es total darauf an, was muss ich wissen, was will ich wirklich auch notiert haben. In aller Regel sind das Bilder, dass ich mir dann zum Beispiel von einem bestimmten Ort ein Bild reinpacke oder wenn ich eine bestimmte Handlung beschreibe, wie bei Lara 2, wird es da viel um Krav Maga gehen. Ich kann zwar einiges an Krav Maga, aber ich habe mir auch einige Videos dann verlinkt, wo ich mir immer wieder angucken kann, wie eine bestimmte Technik aussieht, um sie richtig beschreiben zu können. Charaktere, habt ihr ja gerade schon gesehen, habe ich auch relativ wenig. Da ist es mir vor allem wichtig, halt zu wissen, wenn es denn relevant ist, wie die Person aussieht. Aber dadurch, dass sich so ein Charakter für mich eher in meinem Kopf entwickelt, ist das ja total individuell, was ich dazu wirklich notieren muss. Manchmal sind es auch einfach Sachen, die in der, die Vergangenheit desjenigen beleuchten, die in der Vergangenheit wichtig sind. Zum Beispiel könnte ich jetzt halt sagen, Kati. Was ich jetzt aber in den Text nicht mit aufnehme, aber was für mich im Hintergrund wichtig ist zu wissen, ist, dass Kati als Kind, als kleines Kind, sie ist ja vielleicht immer noch ein Kind, als kleines Kind immer als Brillenschlange bezeichnet wurde und heute aber gar keine Brille mehr trägt. Ja. Keine Ahnung, vielleicht kommt das dann doch in den Text, aber es ist für mich erstmal wichtig zu wissen, weil sie deswegen vielleicht Angst vor Würmern hat. Daher kommt das. Irgendwie so. Ne? Und das kommt dann halt viel beim Schreiben. Also es ist nicht so, dass ich diesen Charakter jetzt vor dem Schreiben einmal komplett anlege. Das mache ich eigentlich nie. Genau, also es kommt viel beim Schreiben tatsächlich, dass ich beim Schreiben halt merke, oh, das ist wichtig. Zum Beispiel, dass Kati, mir fällt halt auf, dass Kati sich immer sofort die Hände wäscht, wenn sie nach Hause kommt. Warum auch immer, wäscht sich immer sofort die Hände. Die Hände. Das könnte zum Beispiel wichtig sein, weil man da irgendwie einen Anker setzen könnte. Und dann kann ich dazu schreiben. Mathelehrer könnte dies als Anker nutzen, um einmal eins zu wiederholen, während dem Händewaschen, weil sie sich halt immer so lange die Hände wäscht. Ne? Okay, mit Orten ist es genau das Gleiche. Die sind oftmals sehr vage bei mir, aber wenn es zum Beispiel um Häuser geht oder um, ja, weiß ich nicht, ein Fitnessstudio oder irgendeine andere Location, die wichtig ist, dann finde ich schon ganz interessant, zum Beispiel zu wissen, das ganze Ding hat, also das Haus hat jetzt zum Beispiel 5 Zimmer, Zimmer, winziger Flur und so weiter. Genau. Und das war tatsächlich schon mein komplettes Template und mehr brauche ich auch nicht in Scrivener zum Schreiben. Okay, zwei Dinge sind noch sehr interessant, also finde ich auch sehr wichtig bei Scrivener tatsächlich. Das Exportieren in ein Word-Format funktioniert über die Tastenkombination Option, Command und E oder bei Windows Alt, Steuerung und E. Und dann landet ihr in diesem Kompilieren-Screen. Und hier könnt ihr verschiedene Formate festlegen, bereits vorbereitete Formate benutzen, könnt in verschiedene Dateiformate exportieren. Ich exportiere fast ausschließlich in Microsoft Word, weil ich von da aus, also weil ich dieses Format nutze, um es zum Beispiel mit meiner Lektorin zu teilen, die mit Word arbeitet, oder aber auch in Vellum den Text
dann einfüge. Das funktioniert über ein Word-Dokument, in InDesign auch. Okay, wichtig ist, dass hier die Formate, also die Abschnittstypen, korrekt sind. Hier seht ihr Kapitel, Kapitel, Szene, Szene. Okay, wenn ich jetzt auf Kompilieren drücke, dann, ich habe das hier schon mal gemacht, deswegen fragt er mich jetzt gleich, ob ich es ersetzen möchte. Das möchte ich. Und normalerweise müsste er das jetzt gleich öffnen, aber das macht er nicht. Deswegen müssen wir kurz hier den super tollen neuen Roman öffnen. Und jetzt seht ihr, wie ich gesagt habe, sind die Kapitelüberschriften direkt die Überschriften. Und nach jedem neuen Kapitel geschieht ein Seitenumbruch. Und das ist sehr wichtig. Und zwischen den einzelnen Szenen habt ihr diese Leerzeile. Und in die Leerzeile kann man dann halt beliebig etwas einfügen. Ich überlege gerade, ob es Sinn macht, mehrere Leerzeilen zu machen, weil ich sie dann doch in InDesign oft übersehe. Wenn ich das jetzt meiner Lektorin gegeben habe und sie dann zum Beispiel sagt, ich setze jetzt hier mal einen neuen Kommentar, weil ich finde, gehen ist so ein unoriginelles Wort, fällt dir nicht etwas Besseres ein. Und dann hat sie hier noch gefunden, dass das wird hier groß geschrieben und das hier wird auch groß geschrieben und sie macht das aber dann irgendwie mit Nachverfolgung. Also machen wir es nochmal rückgängig und dann kann man das, glaube ich, genau erkennen. Und ja, und jetzt weiß ich, okay, hier ist die Szene und ich bin relativ faul und möchte diese ganzen Änderungen nicht selbst einfügen. Es funktioniert auch mit Synchronisieren. Ich finde es aber so tatsächlich am einfachsten. Gehe jetzt auf diese Szene, markiere mir alles und füge das dann ein. Und dann habe ich das hier geändert, ohne dass ich es mir angucken muss. Und hier habe ich den Kommentar. Und dann seht ihr wieder in unserem Explorer auf der, oder Inquisitor, wie heißt dieses Ding? Inspektor, ist der Kommentar. Und wenn ich halt dann hier eine ganze Reihe an Kommentaren habe und darauf klicke, dann sehe ich sofort diesen. Und wenn ich hier drauf klicke, dann öffnet sich sofort hier auf der Seite der Kommentar. Und wenn ich dann halt sage, okay, dann sie hat recht, Kathi schreitet durch den Wald oder in den, Kathi verschwindet in den Wald, dann ist der Kommentar weg. Das war tatsächlich mein Workflow in Scrivener. Eine Sache möchte ich euch noch zeigen, und zwar die Projektziele. Projektziele, das ist ein kleines Fenster, was auch angezeigt wird, wenn man hier schreibt, im ablenkungsfreien Modus. Und man kann sich hier Wortziele setzen. Zum Beispiel, ich möchte, dass das Manuskript insgesamt 30.000 Wörter hat. Und ich möchte das in 30 Tagen schreiben. Das heißt, ich brauche jeden Tag 1.000 Wörter. Also heute will ich 1.000 Wörter schreiben. Und dann sehe ich, okay, ich habe heute schon 50 von 1000 Wörtern geschrieben. Und das finde ich immer sehr hilfreich. Also manchmal verstecke ich mir das kleine Ding, wenn ich gerade so richtig im Endziel bin, dann motiviert mich das besonders. Also wenn ich auf das Ende zusteuere, wenn ich jetzt hier zum Beispiel bei 950 Wörtern bin, denke ich, ah cool, noch die 50 Wörter und dann bin ich fertig für heute. Und genau, das ist auf jeden Fall noch eins meiner Lieblingstools von Scrivener. Okay, ich weiß natürlich, ich konnte dir nicht alles zeigen. Wahrscheinlich mache ich in nicht allzu ferner Zukunft nochmal ein detaillierteres Video dazu. Aber ich wollte dir vor allem einen Überblick darüber geben, wie ich mit Scrivener arbeite. Und mich interessiert jetzt total, ob du das Programm selbst kennst. Wenn ja, wie du damit arbeitest. Wenn nein, mit welchem Programm du arbeitest. Denn ich finde, ja, dass man ja nie genug lernen kann und wissen kann. Und es gibt 100 Millionen Funktionen von Scrivener, die ich nicht kenne. Und das ist auch vollkommen okay. Aber vielleicht ist ja die eine Funktion dabei, die ich unbedingt kennen muss. Dann verrat sie mir gern. Oder vielleicht schreibst du ja mit einem Programm, von dem du denkst, ey, das ist viel cooler als Scrivener. Das musst du dir unbedingt angucken. Dann bin ich dafür auch total offen und empfänglich. Post es in den Kommentaren oder schreib mir eine private Nachricht. Ich freue mich mega, dass du bis hierhin geguckt hast. Wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Wenn du keine Folge
Folge von meinem Podcast verpassen möchtest, klick jetzt auf Abonnieren. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen hoch, schreib eine Rezension bei iTunes. Ich freue mich mega über jede Nachricht von dir und wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag, Abend oder Nacht, wann auch immer du das hörst. Mach's gut, deine Andrea.